Hallo liebe Pfeife-Freunde. Nun ist es mal wieder an der Zeit, dass ich mich melde. Lang, lang ist es her von meinem letzten Video, wo ich gemacht habe. Ja, ich bin jetzt so der Videomacher. Ihr habt ja gesehen, ich habe so manches Mal meine Kommentare reingeschrieben zu euren Videos. Ihr seid ganz fleißig. Gott sei Dank, dann kann diese Video-Community bestehen. Schön, dass ich so manche Leute engagiere, dass das Ganze seinen fortlaufender Weg hat. Ja, bei uns hier, heute wunderbares Wetter draußen. Die Sonne scheint, aber bitterkalt, heute mal etwas minus 8. Da hat es schon gezittert. Ja, in meinem letzten Video habe ich euch versprochen, dass ich noch eine Pfeife habe. Und zwar habe ich eine mal versucht zu machen aus Reststücke. Ich habe noch ein bisschen Olivenholz da gehabt, ein bisschen Acryl, Mundstücksache und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, da muss ich mal was machen. Ja, das ist nicht jedermanns Sache, Geschmackssache. Ich finde, das ist ganz schön, was rauskomme. Hab's rot. Ah, ich zeig's euch mal. Mittleres Volumen, würde ich sagen. Was man hier vorne sieht, das ist alles Acryl. Bis hier hin. Hier sieht man sogar diese Klebefläche. Ich habe das alles geklebt und verschliffen. Ja, das musste ich eigentlich so machen, weil sonst wäre es keine Pfeife geworden. Der Kleber, das war die helle Dinger, was man da sieht, das ist Kleber. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das Ganze schwarz gebeizt hätte. Ich vermute mal, dann wäre aber die Klebefläche hätten wir trotzdem gesehen, weil eben der Klebstoff keine Beize annimmt. Ja, ist noch nicht beraucht. Wunderbares Stück, würde ich sagen. Steht die ganze Zeit bei mir im Schrank. Mittleres, kleines Füllvolumen. Ja, natürlich habe ich weiter gebastelt dieses Jahr. Immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich, dass ich pfeifermäßig was mache. Natürlich auch tabakmäßig. Habe mir auch Tabak aus Amerika schicken gelassen, also mitbringen gelassen. Das ist ja Geschmackssache alles. Ich habe zwei da. Eine war ganz gut gewesen, die anderen zwei, also von mich nichts. Ich bin der Aromaliebhaber. Das ist alles so, ja, dieses Ketchup-Geschmack, das ist nicht so mein Ding, sozusagen. Aber, ja, was Pfeife betrifft, da habe ich schon so einiges gemacht, einige aufgearbeitet und so. Ich bin immer ein Bastler, es muss immer was gemacht werden. Ja, eine, die, mein persönlicher Favorit, muss ich sagen, ist eine Breuer-Pfeife mit Rustizierung und einigen Applikationen. Ich zeige euch so mal. Ja, so ganz hellbraun ins Rötliche gebeizt. Ich hoffe, das sieht man ganz gut. Mit Rustizierung. Die Rustizierung habe ich dann schwarz gemacht. In eine Schlangenlinie geformt, sozusagen. Bis ohnehin. Den weißen Ring. Diese Applikation, man sieht es hier vorne, das ist Naturhorn. Und zwar vom Hirschgeweih. Weiter zurückgehen am Mundstück, das ist Messing, natürlich alles hochglanzpoliert und das Mundstück ein bisschen, ja, ein bisschen in Form gebracht, sage ich mal so. Natürlich 9 mm gefiltert, so wie ich das mag. Ich rauche alle mit Filter. So, die Bohrung, das sieht man jetzt nicht so gut. Sitzt dort, wo sie hin soll, ohne Einlauchpaste. Kann man auch reinmachen, das ist kein Problem. Ja, das Rustizieren, diese Art von Rustizierung habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Alles muss mal das erste Mal gemacht werden. Die Pfeife steht. Kein Problem, kann man ruhig abstellen. Ja, das Holz ist ganz schön, würde ich sagen. Mal schauen, ob ich das da richtig reinkriege. Ja, das wird nicht so richtig gezeigt. Ah, jetzt kommt es ein bisschen so. Nein, ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt so der. Ah, jetzt sieht man es da hin. Ja, wunderbar. So, die Sonne, die blendet so, dann sieht man das nicht so richtig. Ja, jetzt sieht man es. Ja, mir macht es immer wieder Spaß, das Ganze, so was Handwerkliche betrifft, dass ich mich immer da ein bisschen betätige. Wie gesagt, ich mache das alles im
im Freien draußen. Jetzt kann ich nichts machen, weil eben zu kalt ist. Aber wenn es mal die Jahreszeit, wo ein bisschen die Sonne scheint, wieder anfängt, da kann ich wieder rausgehen, was machen. Und da wird immer gewerkelt. Zum Glück habe ich ein bisschen Strom im Garten draus. Da kann ich die Poliermaschine anwerfen. Ja, da habe ich dann noch eine Pfeife, was ich experimentiere gerne mit anderen Hölzer. Ich habe da ein ganz schönes Holz gekriegt, sehr altes Holz. Und zwar ist es ein afrikanisches Laubholz. Und das heißt Okume. Das hat fast das Original von Okume, also die Farbe, und die Maserung ist fast wie Mahagoni. Es lässt sich sehr gut polieren, lässt sich sehr gut schleifen und ist früher in der Möbelindustrie verwendet worden. Heutzutage, also ich habe so gut wie nichts gefunden, aber ich habe da ein bisschen was gekriegt und ich habe gemerkt, dass man dieses Holz sehr gut und schön sandstrahlen kann. Ich habe eine Pfeife gebaut, zur Probe sozusagen, habe sie ganz schwarz gemacht, aber innen in der Pfeife, weil ich ja nicht weiß, wie das Holz reagiert, innen in der Pfeife habe ich einen Einsatz von Bruyère gemacht. Und die Bohrung geht sozusagen nach unten, das habe ich mir keine erlauben, weil eben der Einsatz da drin ist. Natürlich kann man das Ganze auch von seitlich machen, wie gewohnt, aber ich habe das mal so probiert. Und ich finde, das ist gut, weil, meine Meinung, es kann schön alles bis zum Ende geraucht werden, also was der Tabak betrifft. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Aussehen der Pfeife. Ich muss sie euch zeigen, die ist sehr, sehr schön geworden. Klassisches Modell, ich mag einfach diese klassischen Modelle. Ich habe eine andere in Arbeit, so ein richtiger Klopper, sage ich mal. Das dauert noch, das muss wieder mal, es dauert eine Zeit lang, bis ich die wieder in Arbeit nehmen kann. So, ich zeige euch mal, ich glaube, man sieht das ganz gut. Also was die, so wie die Maserung läuft, jetzt sieht man so wie die Maserung läuft, durch die Sandstrahlung kommt das, die Phasen kommen richtig zur Geltung. Gelber Ring, finde ich, der passt sehr gut. Acrylring, ganz normales Mundstück. Natürlich auch 9 mm gefiltert. Oben habe ich so einen Ring gelassen, damit das ein bisschen anders. Wenn man gut hinguckt, ich weiß nicht, ob man das da sehen kann. Jetzt, wenn es so glänzt, sieht man, dass da ein bisschen ein Unterschied ist am Kopfrand, dass da ein Bruyère-Einsatz ist. Oder sieht man es vielleicht so? Ja, das ist schwierig. Jetzt sieht man es, glaube ich. Ja, jetzt sieht man es. So, das ist ungefähr so, 9 mm gefiltert, nicht? Klar. Der Bruyère-Einsatz, der ist so, ich schätze mal so 4-5 mm dick in der Wandung. So leicht brennt er, natürlich. Das habe ich nur gemacht, weil ich nicht weiß, wie das Holz sich verhält. Wenn, natürlich kann man Einlaufpaste reinmachen, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das geeignet ist für, wenn jemand vielleicht da was weiß von dem Holz, da kann sich ruhig melden bei mir. Ja, eigentlich kann ich nichts zu viel sagen. Bei der Community wird ja sehr viel gebastelt. Pfeifenschränke. Ja, wie man das alles machen kann. Der Rainer, der hat es ja ganz schön gezeigt. Wunderbar. Solche Sachen immer wieder gern anzugucken. Pfeifer basteln und so weiter. Ja, was gibt es anders noch? Ich hatte jetzt hier zwei Tabake. Die will ich euch mal zeigen. Das sind beide, glaube ich, von McClelland. Einmal ist es, wieder dann, Matured, die Nummer 27, Virginia Tabak. Virginia Matured. So, das war der eine. Und der zweite ist der Tevni Flake. Ich bin jetzt so der Engländer. Und dann das sieht. Tevni Flake. Also das ist ein Flake. Nicht mein Ding, sozusagen, weil ich eben Automat rauche. Das könnte ja sein, dass da ein bisschen was drin ist, aber ich weiß nicht, dieser Ketchup-Geschmack, das ist nicht mein Ding.
Wenn jemand Interesse hat an den zwei Tabake, bitte sich bei mir melde, PN schreibe, ich schicke sie gerne zu. Wenn ich dafür dann eine gute Aromatik kriege, ist das okay. Ich habe da, ja, wenn nicht, ist genauso gut. Aber ich habe die mir aus New York bringen gelassen. Das war eine Frau, die hat nichts am Hut mit Tabak. Und ja, dann genau die, was ich wollte, die hat, und das war nur eine Alternative gewesen, ja. Also wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, soll mich anschreiben. Ich schick die gerne zu. Natürlich die Adresse auch schicke. Sonst, ja, geht immer weiter, immer vorwärts. Der Winter hat uns ganz schön in Deutschland gepackt. Ja. Obwohl bei uns in der Rheinebene, da scheint ganz schön die Sonne. Das war's, glaube ich, eigentlich. Ich wünsche euch noch gute Zeit. Aufpassen, dass nichts passiert. Bleibt uns alle treu. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.